zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar diesmal mit Gesicht und dem Rest von mir und ein paar tollen Pickups. Feuerwerk ist da, Kerzen sind an, Licht brennt. Ich habe die tolle Tasse, die ich mal auf dem Flohmarkt bekommen habe. Schmeckt der Kaffee richtig gut raus. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Pickups, die ich habe. Ich habe hier drunter noch eine Mystery Box, die wird ein bisschen anders sein als sonst. Aber ich dachte mir, was ist besser zu Silvester als eine Mystery Box, die sich um Snacks handelt, dreht. Ja. Schließlich essen Silvester schön gemütlich, danach gibt es Snacks plus Alkohol. Alkohol möchte ich euch nicht zeigen, also zeige ich euch gleich mal eine schöne Box. Aber wie gesagt, wir fangen mit den Pickups an. Wir fangen mal mit dem hier an. Das verstecke ich mal so ein bisschen. So, das hier habe ich auch im Internet bekommen, wie ihr seht hier. Und zwar eine DC Universe Batwoman. Batgirl. Batwoman oder Batgirl? Ich weiß es nicht. Also ich habe das gesehen in der Anzeige und konnte mir darunter nichts vorstellen, was das sein sollte oder was das sein könnte. Also habe ich es einfach mal bestellt. Es soll ja nicht teuer, wie ihr seht. Oder wie ihr gesehen habt. Und dann wurde ich mega überrascht. Leer. Jetzt kommt mein Tier hin. Und zwar kam dann was auf mich zu, worauf ich überhaupt nicht vorbereitet war. Also erstmal kam diese wunderschöne Batwoman-Statue. Aus, ich denke mal, porzellanartigen, ja, Porzellan könnte sein. Dazu ist hier noch bei ihre Maske, die kann man sie dann hier so an den, sofort für Effekt, die kann man dann hier so an den Finger dran machen. So, und dann stellt man diese hier hin und dann sieht das gut aus. Also die ist wirklich wunderschön gemacht. Gotham City Public Library. Ich hatte die so in der Hand und gucke mir die an und habe festgestellt, scheiße, Leute. Hier ist ein von den Zacken abgerissen. Und hier ist ein Finger abgerissen oder abgebrochen. Das fand ich natürlich scheiße, habe ich mir natürlich gedacht, okay, vielleicht ist das der Grund, warum die so günstig ist. Womit ich ja noch, ich kann damit leben, weil wie gesagt, wenn ich das hier so, oder war das so eingeklemmt, dass die Maske, ich, so glaube ich auch, ist ja auch egal wie die ist. Weil wenn die so hier steht im Regal oder so, dann fällt das nicht so auf, dass hier der Zacken fehlt oder hier der Finger. Das ist nicht so schlimm. Was mich allerdings ziemlich abfuckte, und das sage ich euch wie es ist, war das, was ich danach gesehen habe, als ich die ein bisschen gedreht habe. Woman of the DC Universe, Batgirl. Das, Büste, so heißen da diese Figuren. Oder die Figuren, die man so hinstellt. Mit dem halben Körper oder auch manchmal auch nur den Kopf. Ja, kennt ihr ja. Und dann habe ich das gesehen. 6.978 von 7.000. Ihr seht, das handschriftlich draufgeschrieben. Da war ich ein bisschen pissed, weil es ist, also was heißt pissed? Ich kann ja nichts dafür sagen, mit dem Preis ist es ja super. Aber da dachte ich mir, geil, die sind limitiert. Und das Ganze sah man auch nochmal hier auf der Packung, habe ich mir dann angeguckt. Limited Edition of 7000. Ja, also ich habe hier was Geiles bekommen, aber kaputt, aber trotzdem limitiert mit einem, mit einer Nummer drauf, die wievielte ich von 7000 habe, das ist ja völlig okay, aber leider beschädigt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert im Internet, was die wert sind. Also ich finde, ich bin begeistert über diesen Grund eigentlich. Ich finde die echt cool. Batgirl ist, glaube ich, auch das Beste, was ich hätte bekommen können als Comic-Fan. Naja, wobei Harley Quinn oder Catwoman, Poison Ivy, okay, Supergirl sieht auch, guckt euch die an, wenn ihr das seht. Das ist, Supergirl ist auch schon ziemlich nice. Also da muss ich sagen, Top-Preis. Und wie gesagt, es ist ein bisschen zerstört, aber ich werde das Ganze vorsichtig hier wieder reinmachen.
Und wenn ich dann mal irgendwann, wenn mein Sohn dann irgendwann mal etwas älter ist, nicht mehr alles in ein Regal im Moment reißt hier. Ich habe auch da hinten in meinem Schaukasten, den ich da habe, ich habe da auch nur noch mittlerweile Wrestling-Figuren stehen, weil die sind so groß und die sind auch wertlos in Anführungsstrichen, weil er macht alles im Moment auf und ach, die Väter unter euch kennen das. Ja, so ist das halt. Also wie gesagt, diese Universe Batgirl Büste, mega geil. Also mega geil. So, kommen wir weiter zu einem weiteren Fund, den ich gesehen habe im Internet. Da habe ich direkt zugeschlagen, aber ich war so aufgeregt, als ich das gesehen habe. Erstmal einen Schluck trinken. Dass ich vieles übersehen habe. Also hier erstmal die Annonce, die ich so gesehen habe. Und dann gab es zwei PlayStation 1 Spiele. Einmal Final Fantasy 9. Ja, ist es schön. Final Fantasy 9 hatte ich so noch nicht. Ich habe gedacht, es wäre ein bisschen besserer Zustand. Aber hier ist es kaputt leider. Hier ist es völlig beschädigt. Und CDs sind alle so weit, zum Glück. Lul, hier ist auch noch. Das finde ich super. Die alten Exploder-Codes. Kennt ihr noch Exploder für die PlayStation 1? So ein Cheat-Modul? Das ist crazy. Charaktere sind unsichtbar, Charaktere haben keinen Schatten. Gil nimmt zu, Zeit läuft rückwärts, magische Steine nehmen nicht ab, magische Steine nehmen zu. Lul, das ist ja richtig cool. Also wenn ich sowas finde, ist das immer ziemlich witzig. Ja, da war jemand ein bisschen shitty unterwegs, würde ich sagen. Shitty? Shitty. Also wie gesagt, alle CDs sind drin. Disc 1, Disc 2. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Disc 3 fällt nämlich hier leider raus, weil es auch beschädigt ist. Ja, Disc 4 hält fest. Ja. Ich hatte es noch nicht. Es ist ja völlig okay, dass es jetzt in meiner Sammlung so ist. Wenn es dann so im Regal steht mit den anderen beiden Spielen, die ich schon habe, dann fällt es auch gar nicht mal so auf, würde ich sagen. Booklet ist dabei, das ist auch eigentlich in einem recht guten Zustand, kann man jetzt auch nichts sagen. Ja, das ist, wie es ist. Und dann, was ich völlig übersehen habe auf den Bildern, ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, Vagrant Story. Auch ultra geiles Spiel. Bisschen, also es war nicht leicht, man musste mit den Waffen sehr viel, wie soll ich sagen, also jeder Gegnertyp hatte eine andere Anfälligkeit auf Waffen und so, und das musste man dann vor dem Kampf sich ein bisschen aneignen, das Wissen, und dann auch dementsprechend einsetzen. Plus dann auch mal die Waffen wechseln, Waffen skillen, Waffen leveln. Es war ein anspruchsvolles Spiel für die damalige Zeit. Ein bisschen vielleicht wie Dark Souls, aber ich habe es gerne gespielt. Es kam auch so zum Ende hin der PlayStation 1 Ära. Ja, und ich habe aber leider gecheckt, dass das hier keine PlayStation 1 Hülle ist. Ja, blöd. Es ist alles dabei, so ist es nicht. Hier ist die CD und hier hinter ist die zweite. Hä? Gab es nur eine? Ja, es gab nur eine. Hoffe ich. Ja, es gab nur eine CD, ne? Ja, es gab nur eine CD. Ja. Gut, jetzt ist sie auch noch in so einer Hülle, wo eine zweite CD mit rein hätte können, aber deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Ist auch von Squaresoft, genau wie Final Fantasy auch. Hier sieht man noch Videosicherheitssiegel beschädigt, zwingt zum Kauf. Das war wahrscheinlich mal aus irgendeiner Videothek. Also das ist ein ultra geiles Spiel. Auch hier noch mit Vagrant Story Inhalt, aber ich glaube, der Inhalt ist leider auch nicht mehr ganz so schade. Das Booklet ist auch nicht mehr ganz so vollständig, wie ihr seht. Ich sag nur Seite 1. Und dann geht es weiter mit Seite 3. Und dann sind wir auch schon bei Seite 25. Naja, kann passieren. Ich glaube aber mal, trotz alledem, für den Preis, 15 Euro habe ich bezahlt, glaube ich, habt ihr jetzt gerade gesehen. Es ist völlig in Ordnung. Ja, was heißt völlig in Ordnung? Ich hätte halt gedacht, das wäre auch eine PlayStation-Hülle, die ist beschädigt. Aber es sind zwei Top-Spiele, wenn ihr euch das anguckt, was die so kosten. Ich denke mal, du zahlst, glaube ich, für Final Fantasy 9 schon 15 Euro in dem Zustand, denke ich mal. Vagrant Story natürlich dann in einem so einem Zustand mit einer Fake-Hülle,
10er? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Ich bin froh, dass ich sie habe. Wie gesagt, ich freue mich auch richtig auf Background Story, weil es ist ein Top-Spiel. Echt anspruchsvoll. Und ich sag mal so. Also zumindest Final Fantasy habe ich damals bis aufs Tode gesuchtet. 7, 8, 9, die habe ich so krass durchgespielt. Ich denke mal, hier werde ich kurz reingucken und dann werde ich das wahrscheinlich auch erstmal wieder nicht weiterspielen. Ich glaube, ich werde nicht mal bis zu CD 4 kommen. Vagrant Story. Naja, Vagrant Story ist das Problem. Die Grafik ist speziell. Ja, kann man schlecht erkennen, aber. Ich versuche. Das Problem ist, alte Spiele spielen, wenn man eh schon so wenig Zeit hat wie ich bezüglich Kind und Arbeit, und dann ist es schwierig. Ne? Ja. Egal. So, das waren die Funde. Die letzten Funde dieses Jahr 2021. Ihr seht, mein Feuerwerk ist schwerst am Start hier unten. Hm. Was soll ich sagen, wenn ihr seht es nicht, wenn meine Taste davor steht. Ich sag's mal wieder, tolle Taste vom Flohmarkt. Ja, heute Abend geht's dann los. Denke ich mal, ihr alle werdet auch schwerst feiern, so zumindest so gut es geht mit Corona. Macht das Beste draus, aber ich will auch gar nicht schlechte Stimme verbreiten. Ne? Erst werdet ihr wahrscheinlich schön essen, Raclette oder Fondue, so die gängigen Dinge. Und danach gibt es die Snacks. Ich habe da was vorbereitet. Ich habe mir nämlich eine Mystery Box bestellt mit Snacks. Und jetzt nicht einfach irgendwelche deutschen Snacks, sondern so verteilt aus der ganzen Welt. Wir haben noch ein Zettelchen dazu. Sehr geehrter Käufer, vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir hoffen, dass Sie mit der Zustellung alles reibungslos geklappt hat. Bitte beachten Sie, dass das Produktdatum und MHD nicht immer auf derselben Seite des Produktes stehen. Alle Produkte werden vor dem Versand kontrolliert. Haben Sie Fragen oder Anregungen, kontaktieren Sie uns. Guten Appetit, wünscht das Team. Genau. So. Ich würde sagen, wir testen uns jetzt mal aus. Hier ist durch. Ich werde natürlich diese Sachen, deswegen mache ich das Video auch tatsächlich heute. Es ist am 31. aufgenommen worden, weil wir können die Sachen noch heute Abend noch essen. Ich möchte nicht, dass irgendwas schlecht wird. Ich gehe so nicht mit Lebensmitteln um. Und deswegen gehen wir doch einfach mal rein hier und gucken, was wir hier haben. Und fangen mit dem ersten an. Ich glaube, dieses Curly Wurly von Cadbury, das kennen wir alle. Das gab es damals schon. Schokolade sein, freue mich Schokolade. Nur mit Karamell, glaube ich, drin. Gucken wir mal. Es ist, genau, Milchschokolade gefüllt mit Karamell. Milk Chocolate. Ja, das kenne ich. Esse ich ganz gerne. Vor allem diese englische Cadbury Schokolade. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Also, lecker. War schon, aber da wusste ich, was auf mich zukommt. Ich kenne das ja. Das werde ich heute Abend dann gerne weiter essen. So. Dann kommen wir mal zu etwas, was wir eventuell noch nicht kennen. Und zwar, was ist das hier? Steht gar nichts drauf. Könnte aus dem arabischen Teil der Welt kommen, weil es sieht ein bisschen aus wie diese. Ich glaube, das war in der Türkei. In der Türkei habe ich sowas Ähnliches gegessen. Das klingt übel schwer aufzukriegen. Oh Gott, das wird. Also, das wird übel süß, glaube ich. Ich hätte es jetzt als härter. Ich hätte es mir als härter vorgestellt. Was ist interessant? Bin ich raus. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, da ist Pistazie mit bei. Ist es auch, glaube ich. Aber das Gewürz. Was ist das? Schmeckt nicht schlecht. Das dürft ihr jetzt nicht denken. Schmeckt ein bisschen nach irgendwas Gesundem, was man einnehmen sollte, wenn man krank ist. Schwierig. Also wenn ihr wisst, was das sein könnte, schreibt es mal in die Kommentare.
Und da bin ich raus. Also, aber wie gesagt, es schmeckt gut. Keine Ahnung. Geht's weiter mit. Ja gut, das mache ich jetzt ausnahmsweise nicht aus, auf, weil wie gesagt, ich bin kein Verschwendrian. Und das sind diese Nestle-Snacks. Die kriegt ihr auch mittlerweile bei uns an den Kassen. Die mache ich jetzt nicht auf. Ich glaube, das verzeiht ihr mir, weil ich kenne auch den Geschmack und ja, das ist nicht gut. Dann gehen wir weiter zu. Freesia Standing Up to Bitterness since Twister Marshmallow. Englisch, Französisch, kommt wahrscheinlich auch aus dem englischsprachigen Bereich. Belgien kommt es. Bin mal gespannt. Also es wird wahrscheinlich Marshmallow sein. Mal gucken. Ja. Ein ganz normaler Marshmallow. Nichts anders als Kenner. Ist okay. Marshmallow. Twistermallow. Ja, ist. Ja, Marshmallows. Mag ich so oder so nicht. Also, ja, die schmecken, aber ist nicht so meins. Ja, meine Frau mag die. Weiter geht's. Hier haben wir noch was von der gleichen Firma. Freesia Rocket Balls. Ja. Rocket Balls Hard Candy with Samyak Powder Inside. Also harte Süßigkeit mit ja, Lakritz-Flüssigkeit drin. Machen wir zum Schluss. Weil ich glaube, ich muss die lutschen. Dann dauert es zu lange. Machen wir zum Schluss. Dann haben wir hier noch. Guck mal. Was ist das? Ein Fini Roller Fizz. Fini. Von der Marke Fini. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr saurer Cola Roller sein. Wir gucken mal. Riecht schon nach Cola? Ja, riecht nach Bier-Cola. Und der ist auch, oder Dings, Fanta-Cola. Das kann sein, weil das klebt übelst. Ja, das ist Fanta-Cola. Schwipser. Ja. So. Alles gut. Ist okay. Aber jetzt nichts, was mich überrascht. Auch die gibt es in verschiedenen Sorten in Deutschland. Kommt das her? Sehr viel russische Sprache drauf. Russisch, Polnisch. Aber es ist nichts, was mich. Also ja, also es schmeckt, es ist Weingummi, saurer Weingummi als Cola und Fanta-Gemisch. Kommen wir mal zu was wir tatsächlich vielleicht noch nicht so kennen. Und zwar das hier. Alpha. White. Da bin ich raus, ich kann leider gar nichts lesen. Gar nichts. Außer dass es weiße Schokolade ist. Mit einer Schokocreme wahrscheinlich drin. Keks. Ich weiß nicht. Puh, jetzt bin ich mal gespannt. Das ist nämlich, wie gesagt, die das hier lesen können oder vielleicht wissen, was es ist, können mir das gerne sagen. Oho. Guck mal. Das sieht schlecht aus. Auf jeden Fall ist es definitiv ein Keks. Es sind, glaube ich, zwei Kekse. Ich glaube. Butterkekse.
Schmeckt. Könnten auch Reiskekse sein. Ich muss sagen, es schmeckt. Am Anfang dachte ich, es ist sehr geschmacksneutral, aber das ist gut, dass es geschmacksneutral ist, weil es halt überhaupt nicht süß ist. Also ja, es ist süß, aber nicht so penetrant süß. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, beim ersten Biss dachte ich so, das ist lame. Und bei jetzt, hier ein bisschen Englisch. Ja, der ist weg, würde ich sagen. Der war gut. Ja gut, lecker. Wo gibt's sie? Könnt ihr mir das sagen? Lecker. Richtig gut. Nicht zu süß? Also, begeistert. Fand ich gut. Komm. Was soll es? Maisknabbert-Erzeugnis, ja. 80 Gramm Obekkuba. Also egal aus welchem Land. Ja. Schmecken wir bald gleich. Kinder lieben sie. Bei uns sind genug Kinder da. Mein Sohn isst sie auch. Ja, für mich sind sie nichts. Aber, was soll ich sagen? Ja. Aber die sind ein bisschen süßer als sonst. Bei uns sind ja immer Kinder da. Die spielen hier mit in unserem Kleinen. Von daher, die werden wir schon wegkriegen. Vielleicht nicht heute, aber im Allgemeinen irgendwann. So, jetzt kommen wir mal zu The Original Lemon Candy, Lemon Head. Get in touch. Woher kommt es? Das ist crazy, das könnte sogar aus Amerika sein. Da steht nämlich Manu ja, bei Candy Company Chicago. Ja. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt, was da auf mich zukommt. Leute, das ist. Kennt ihr Ohrenstöpsel? Egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Ich habe noch nie so etwas künstlich hergestelltes, limoniges, erfrischendes gegessen. Übel. Die sind gut. Und echt gut. Konsistenz ein bisschen wie, nimm zwei Bonbons. Und echt gut. Ja, wie nimm zwei oder wie Skittles. Richtig limonig. Ja, die sind gut. Leicht sauer, aber gut. Ein bisschen sehr sauer. Krass. Und die sind gut. So, Freunde, kommen wir zum nächsten. Zwei Peanut Butter Cups.
seid es mir, nehmt es mir nicht übel, verzeihtet mir, aber ich denke mal, die kennt ihr auch. Auch die gibt es mittlerweile bei uns in den Fachhändlern, Fachläden, in den Fachmärkten. Zwei Peanut Butter Cups mit ein bisschen, so eine Mischung. Ja, was soll ich sagen? Peanut Butter, also Erdnussbutter mit Schokolade und so. Ihr kennt sie. Könnt ihr nachkaufen, probiert die selber in dem Fall. Ich möchte das nicht mehr öffnen, weil wie gesagt, ich kenne es. Kann man dann später mal. Ne? So, kommen wir zu. Was auch immer das ist. Ein kleines Äffchen drauf. Ich glaube mit einer Ananas, also es wird Ananasgeschmack sein. Wir machen es mal auf. Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin überrascht, dass es ein schokoladiges Etwas ist. Was sehe ich? Eine Ananas. Gelee. Jetzt bin ich noch überrascht, dass es eine Waffel ist. Und ich sage euch, wie es ist. Man kann es essen, aber Spucktuch von meinem Sohn. Ich habe schon die Hände abgeschaut. Würde ich mir nicht kaufen. Keine Chance. Ne, ist auch viel zu süß. Auch jetzt gerade merke ich, dass es gar nichts ist. Also das Krasse ist, da ist eine ganz kleine Schicht Ananas drin gewesen. Die schmeckt. Alles andere ist super süß. Mehr das. Aber nichts. Empfehle ich nicht. Also Geschmäcker sind ja verschieden, wenn ihr natürlich jetzt sagt, ich esse nur. Ja, gerne. Natürlich, könnt ihr ja machen. Kommen wir zu dem nächsten unidentifizierbaren Etwas. Zolotoy-Fick. Fakt ist, es ist eine Vanilleschote drauf. Das wird wohl vanillig sein. Ist auch. Ja, was soll ich sagen? Es ist keine Sprache drauf. Null, gar nichts, was ich euch hätte vorlesen können. Und das geht auch übelst schwer auf. Das ist aber. Oha. Das ist wieder was, worauf ich nicht vorbereitet bin. Ich lasse es mal. Ich hol's mal. Ist nicht gut. Das sieht so aus. Ich hol's nicht ganz raus, weil, wie gesagt, ich esse es nochmal da weiter oder so. Konsistenz. Sehr krümelig. Süß. Vanille schmecke ich nicht. Ich kann doch was lesen. Made with love. Es ist sehr krümelig. Also sobald man reinbeißt. Vanille habe ich kaum geschmeckt. Am Anfang ist es süß, später ist es tatsächlich wieder sehr, sehr mild im Abgang. Ist okay. Auch hier bitte, wenn ihr genau mir sagen könnt, was es ist, haut mal rein. Hab ich Bock drauf.
So, jetzt kommen wir zu dem hier. Das kennen wir alle aus dem Film, glaube ich, wie heißt der eine Zombie-Film? Naja, wenn ich es herausfinde, schicke ich euch ein Bild hier rein. Was ist denn noch? Naja. Ich glaube, sowas ist das auch. Auf die sie da, die wollten das ja alle essen die ganze Zeit. Und sobald sie einen gefunden haben im Laden. Ja. Ja. Und Babyfeuchttücher hat man natürlich auch im Haus. So. Das ist halt Gebäck mit in der Creme. Cremefüllung. Auch sehr süß. Deswegen esse ich es jetzt nicht komplett. Und genau aus diesem Grund, weil alles sehr süß ist, kommen wir jetzt mal zu Chips. Kein Silvesterabend darf ohne Chips sein. Doritos Honey Barbecue Flavor. Belgien wieder. Bin mal gespannt. Endlich mal bis. Oh, die sehen gut aus. Schmecken sehr gut. Die gefallen mir. Sind gut. Einen sehr guten Barbecue-Geschmack. Sind gut. Die gefällt dir. Gut. Vor allem dann immer so Süßkram, erstmal was Deftiges und was Herzhaftes. Finde ich auch gut. So. Ich muss auch dazu sagen, Leute, ich habe heute noch nicht. Entschuldigung. Ich muss auch dazu sagen, Leute, ich habe heute noch nicht gefrühstückt. Zum Glück. Ich weiß aber auch nicht, ob das gut ist, dass das mein Frühstück hier ist. Aber egal. Wir haben auch jetzt nur noch, hier ist noch mal einer. Wir haben auch jetzt nur noch zwei Sachen. Drei Sachen. Aber hier ist noch eins drin. Ich dachte, ich könnte es lesen. Das ist nicht. Iris. Das ist die Iris. So. Ich dachte, es wäre sowas wie Baklava, als ich das gerade eben gesehen habe. Schrift kann ich hier nicht lesen. Könnte aber auch irgendwas Toffee-mäßig. Ich würde jetzt mal versuchen, ganz vorsichtig aufzumachen, dass ich hier nicht die ganze Packung zerstöre. So. Ja, ich glaube, das ist sowas wie Toffee, Karamell, das ist Toffee-Karamell-Gedöns und ich glaube, da brauche ich auch ein bisschen länger für, um das Ganze, ich weiß es nicht, ne, ich weiß es nicht. Karamell. Alter.
Karamellbombe. Toffeebombe. Übel. Aber süß. Die ganzen Süßigkeiten sind so süß wie das Ding. Wenn diese ganzen 200 Gramm isst, Flatrate beim Zahnarzt. Übel. Darauf erstmal Doritos. Was Russisches? Glaube ich. Glaube ich, oder? Sieht mir nach Waffel aus. So ein Waffel-Dings, wie. Wie. Das hier vielleicht? Gucken wir mal. Okay, das sieht mir nicht nach Waffel aus. Sowas. Oh! Ich weiß nicht, welches Schrift. Ich weiß nicht, welches Land. Aber, oh lecker. Oh, das ist gut. Und zwar, Konsistenz tatsächlich wie das hier ein bisschen. Ich komme da nicht drauf, wie das heißt. Aber mit Erdnüssen. Also, auch ultra süß. Das, what the fuck? Hören Sie mal. Gleich wieder da. Ja, das war meine Frau, Leute. Aber das ist gut, weil, musste hier mal die Tür aufmachen. Kommen wir zum letzten, und zwar dieses Teil hier. Oh Mensch, das ist gar nicht das Letzte. Das ist das Letzte. Mit Qualle. Ocean Jelly. Kinder. Ich bin aber trotzdem froh, dass ich. Können wir das nochmal kurz wegkommen? Dass ich zur Tür gegangen bin, weil ich musste nämlich dann mal ein Messer holen für das da. Und ich glaube, ich muss diesen Ocean Jelly hier auch mit einem Messer öffnen. Wobei ich das gerade nicht rausbekomme. Das macht aber nichts. Das kennen wir alle, das gab es auch damals bei uns in der Jugend. Als wir jünger waren. Am Kiosk, ich weiß noch nicht mehr, was es genau war, die Formen. Das ist auch einfach. Ja, das ist so ein Fisch. Ein Fisch. Er wackelt. Das finde ich super. Weil diese Süßigkeiten sind einfach nicht süß. Also sie sind süß. Aber sie sind einfach nicht so schlimm süß, weißt du? Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist eine angenehme Süße. Kurz diesen Jellyfish vernichtet. Und jetzt kommen wir nämlich hierzu. Allerletzte. Diesmal wirklich. Und zwar ein Barbican Malt Brewed Non-Alcoholic Raspberry Flavor Drink. Sieht aus wie Alkohol, ist er aber nicht. Kinders. Und damit öffne ich den Spaß hier und wünsche euch alles Gute fürs Jahr 2022. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, es gibt viele Flohmärkte für uns. Und ich bin total begeistert, wie immer. Das sage ich, habe ich auch schon im letzten Video gesagt. Ich bin total begeistert, wie die Abonnenten, die ich jetzt bekommen habe. Und ich hoffe, nächstes Jahr geht es so weiter. Und ich hoffe, wir haben super geile Funde, schöne Flohmärkte. Und ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch wirklich eine schöne Zeit, ein erfolgreiches Jahr 2022 und das ganze andere vergessen wir mal, Corona-Kacke, ne? Ich hoffe, es hat mal bald ein Ende, aber naja. Also wie gesagt, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, kommt gut rein und abschalten.